Eher für den Nahkampf. Haben die sich gerade selber mit einer, Granate in die Luft gejagt? Oder habe ich das falsch gesehen? Ich glaube, das gesehen zu haben, dass der sich hier eine Granate reingeschmissen hat und deswegen gestorben ist. Hm. Eine Falle? Ist wahrscheinlich sogar. Kommt ruhig rein, meine Freunde. Kommt ruhig rein. Für jeden ist hier was dabei. Bumm. Die Granate hat die jetzt nicht so genützt. So, komm ruhig rein. Kommt ruhig rein. Ich serviere gerne richtige Sachen. So, Patronenkugeln und alles, was Spaß macht. Schnell wieder in Deckung. Man soll uns ja nicht kriegen. So, jetzt wieder hier offensiv, aber langsam. Hm. Gut, dann können wir hier... Sollen wir durch den Bus gehen? Hm, machen wir mal. Ich war lange nicht mehr im Bus, fällt mir mal so ein. Ich glaube, so 3 Jahre. Oh, au. Was war das? Es hat jemand reingeschossen. So, komm her, mein Freund. Hier wird erstmal aufgeräumt. So, da hinten ist jetzt auch einer. Ich korrigiere mich, da war einer. Ich will immer F drücken fürs Benutzen. So, ganz schnell hier durch. Nein, geh weg, geh weg. Euch hat keiner lieb. Naja, vielleicht doch ein bisschen. Was haben wir denn hier für Rechenaufgaben? Oh, Mathe, ein sehr wohl nettes Thema. Ein Hasen, eine Katze und hier steht schon LED. Das heißt dann wohl irgendwo hier Let's Play. Hier haben wir einen Huhn auf einem Skateboard. Duck on Skateboard. Das ist Blacked Hamster. Ich weiß jetzt nicht, was Blacked heißen soll. Was haben wir hier? Hier haben wir das... Okay, das Alphabet ist es nicht, aber zum großen Teil... Hm, vielleicht das Arabische, weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? 2 Fische. Da steht Rib drin. Rib. Hier haben wir auch wieder einen Fisch, höchstwahrscheinlich. Den Fisch hat es leider erwischt. Da steht auch wieder Rib dran. Hier ist ein Hamster. Glaube ich jedenfalls. Snappy Happy. Snappy Happy. Ein Fisch mit Einhorn. Leute. Seht ihr das gerade, dieses Symbol da? Das hier in diesem Kreis ist? Hier? Könnt ihr das deuten? Ich könnte es deuten, aber dann wäre es ab 18, diese Folge. Dass die Katze heißt Zebby. Und ansonsten, was haben wir denn hier oben? Ah, 12 bis 1 Uhr ist Lunch. 11 Uhr bis 12 Uhr ist Rubbing oder Ribbing. Und von 10 bis 10.50 ist Beat a Chicken. Was spielen die bitte hier? Oder Beat a Chick? Und hier haben wir noch ein... Gut, was ist denn das eigentlich? So ein Waschbär, glaube ich, oder? Das ist Rufus. Hm. Kiss me. Oder miss me. Oder miss ye. Da steht auch noch Bob dran. Also ist das Rufus, Bob, miss ya. Hm. Weiß ich nicht. Hallo? Ist hier jemand drin? Nee, glaube ich nicht. Würde er sich, glaube ich, nicht trauen. Können wir uns was zu essen machen? Hier ist ein Einkaufswagen. Ich möchte gerne was kaufen. So. So. Ja, den Einkaufswagen. Schieben wir mal. So, ist das ein Stop and Shop? Okay. Ich hätte jetzt gerne mal die Spüle hier. Die hätte ich gerne gekauft. Und den Grill. Und das ist das hier. Das ist eine Colaflasche, glaube ich, oder so. Beziehungsweise war es. Zurechtstutzen oder rausschneiden können wir uns die Küche nicht. Auch wenn wir sie gemocht hätten. Ich nehme mal lieb. Keine Bewegung, du Pisser, Hände hoch! Heilige Scheiße! Blackburn,
Was bin ich froh, dich zu sehen. In etwa 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen, wo er bleibt. Komm, wir verpissen uns. Ja, komm, machen wir. Los, schnell. Wir müssen hier abhauen. Nehmen wir lieber die Schrotflinte. Misfit, hier Misfit 1-3. Ich glaube, ich bin fast beim Sammelpunkt. Ohne diese Scheißgebäude wirkt die Stadt gleich ganz anders. Was war das denn gerade? Ich hab dich hier, komm. Danke. Dankeschön. Danke, dass du hilfst, Montez. Laut Milnet gibt es in der ganzen Stadt Krawalle und, halt dich fest, einen Coup im Iran. Gesponsert von unseren freundlichen Nachbarn, der PLA. Sieh mal. Boah, wir müssen sie verteidigen. Unsere Freunde sind hier in Gefahr. Lass mal ein paar Streichschüsse hin. An die Waffe gehen, an welche denn? Sagt mir nur an welche. Ah, an die hier hinten. Schön. So. Tür aufmachen, hopp. Und rein da. Hopp. So, meine Freunde, jetzt gibt's hier wieder Muttis Kekse im Freiangebot. Die kosten nicht viel, die schmecken ganz gut und die sind akzeptabel. Die mag sie, sie mag jedes kleine Kind essen. Und wie man sieht, sie kommen in Herrscharen her und sie wollen unbedingt diese leckeren Kekse probieren. Wer lässt es ihnen verübeln, denn die Muttis Kekse sind nämlich immer die besten gewesen. Nebenbei, habt ihr als Kinder eigentlich auch immer diese, die Rührlöffel von der, vom Kuchen abgelutscht? Das war echt, für mich war das das Schönste, wenn es Kuchen gab und dann, man dann, hui, was ist das denn? Ah. Und man dann, so einen leckeren Teig hatte und das war echt immer richtig lecker. Das war eigentlich, war niemals schlecht. Panzerfaust auf 12 Uhr. Ich sehe bloß keine. Da oben ist ja nur ein Licht. Das müsste es. Das ist es ja nicht. Von der anderen Seite. Das ist also bei euch 12 Uhr. Das kann. Au! Das hat mich wieder getroffen. So, wir müssen zu Osprey. Wir müssen hier raus, Leute. Au! Hopp! Danke! Ich hab dich noch. Und unsere Freunde? Oh Gott, es bricht alles zusammen hier. Aber wenigstens haben wir es als die beiden Personen geschafft. Gut, wir haben jetzt die Mission auf der Jagd. Und hier kommt ein sehr netter Tipp. Nämlich, wenn wir unbewaffnet sind, sollen wir Konfrontation vermeiden. Ja. Einige Gegner werden dich im Nahkampf angreifen, wenn du ihnen zu nahe kommst. Das haben wir ja schon im ersten Part. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt sind mit den Parts. Ich könnte mir glauben, das ist jetzt der dritte. Haben wir ja schon kennengelernt, dass die ganz böse werden können. Unterbrechen Sie mich, wenn ich mich irre. Farouk al-Bashir und die PLA wollen am Tag des Erdbebens die Macht im Iran an sich reißen. Sie werden zu einer Bedrohung. Ein paar Wochen später schicken wir 50.000 Marines, um al-Bashir auszuschalten. Wir ziehen im Iran in den Krieg. Wird das etwa eine Geschichtsstunde? Welche Rolle spielten Sie bei der Verfolgung von al-Bashir? Geht's auch präziser? Gut, wenn Sie es ausdrücklich wünschen, schildern Sie Ihre erste Mission. Zuerst sollten wir die Schäden feststellen nach Luftangriffen im Norden von Teheran. Schäden feststellen? Und aus welchem Grund? Vorschriften. Wir suchten nach einem Hauptziel, um es aus der Luft anzugreifen. Nach meiner Beurteilung sind Sie nicht der Typ, der sich an Vorschriften hält. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Lieutenant Colby Hawkins? Sie war eine F-18-Pilotin. Sie? Kenn ich nicht. Als ihr einmarschiert seid, flog sie einen Luftangriff auf al-Bashir. Gut, dann flog sie eben einen Angriff. Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Der Commander sprach von einer Spezialmission. Für irgendeine Bodenunterstützung sind wir leider nicht auf Station. Das Support Center wird uns auf dem Laufenden halten, aber wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Mehrabad. Wir auftreten mit Satellitenbilder und meint zu wissen, wo al-Bashir ist.
Also, dann mach dich für heute mal auf eine Großwildjagd gefasst. Punkt, Punkt, Punkt. Gut, dann laufen wir mal nach oben. Mit kleinen Schritten. Klein, das aber fein. So ziemlich. Es sind schon iranische Flieger in der Luft. 9,7 auf der Arsch-Zukneif-Skala. Oh, haben wir hier ein Wetter draußen. Leute, ist das ein Wetter hier draußen. So, einfach mal hochgehen. Hup und hup. So, da sind wir auch schon. Und hier wartet unsere Maschine. Die Navy. Wenn sie so denn heißt. Warum Al-Bashir wird heute echt einen beschissenen Tag haben? Also so sieht's dann aus. Wenn wir die Mission ordentlich erledigen. Okay, dann mal los! Helm auf! Hopp! Hopp! Tap, tap, hopp! Und... Ach komm, jetzt kommst du mal hin. Zack, und da sind wir drin, ey. Stand by. Okay. Zack. Shark 46, hier sind Nummer 2. Shark 46, verstanden. Okay, weiter im Text. Tipp die Bremsen an und überprüf Klappen und Vorflügel. Du hast den gehört, Hawkins. Klappen und Vorflügel links. Gucken wir mal. Ja. Okay, gut. Wie sieht's auf der rechten Seite aus? Perfekt. Systemcheck Waffen. Initialisiere HMD Visier. Aktivieren wir das mal. Zack.